Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel, Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, The Order of Dawn. Ja, nachdem wir in der letzten Aufnahmesession Akt 1 abgeschlossen haben und hauptsächlich damit beschäftigt sind. Ach, da ist Sandor. Okay, Sandor läuft uns nach. Gut, das war ja das von der letzten Aufnahmesession das Problem, dass wir Sandor verloren haben. Ah ja, was ich sagen wollte. Wir haben ja in der letzten Aufnahmesession den ersten Akt abgeschlossen. Dadurch Rowan verloren. Aber auch eine neue Aufgabe bekommen, nämlich Hokan Aschir finden. Aber bevor wir das machen, wollten wir anfangen, Quests abzuarbeiten. Zumal wir ja eh neue Quests noch gekriegt haben. Ja. Seelensteine. Sammelt die 5 Seelensteine. Schattenring. Das ist alles Zeug, was wir dann in den nächsten Gebieten zu tun haben. Und ja, da hinten, na, kranker Einsiedler, der hat sogar auch eine Quest jetzt für uns. Schön, dass wir hier lang gegangen sind, sonst hätten wir das gar nicht gemerkt. Ein Wanderer in dieser Wildnis? Ihr seht schwach aus. Schwach, ja. Schwäche wohnt in meinen Gliedern seit jenem Tag, als diese Krankheit mich niederschlug. Möge euch niemals etwas Ähnliches widerfahren. Nichts kann meine Qualen lindern. Ihr meint, euer Leiden ist unheilbar? Nun, der Zierfahrtrank. Er kann diese Krankheit heilen. Doch er ist selten und kostbar. Shan Muir, die Heilerin von Lianon, sie könnte ihn brauen, aber sie. Ach. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Bittet Shan Muir um einen Zierfahrtrank. Euch wird sie anhören. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, das ist auch noch so eine Geschichte, fällt mir gerade ein. Der Einsiedler sofort klagt über seine schmerzhafte Krankheit. Er bittet um einen Heiltrank, den Zierfahrtrank. Der Einsiedler sofort klagt über eine schmerzhafte Krankheit. Shanmuin Ledanon ist eine der bekanntesten Heilerinnen dieser Gegend. Sie soll den Zierfahrtrank zubereiten können. Also dann doch noch mal zu Schatten. Sobald wir das hier erledigt haben. Und ja, nach dem ganzen Strategiespiel, was wir bis jetzt hatten, ich meine, seitdem wir Lianor verlassen hatten, Elodie, Schattenhain, Schiel und der Windlandpass waren alles eigentlich Strategie-Maps. Gut, das hier ist auch zur Hälfte eigentlich eine Strategie-Map, weil es hier ein Monument gibt. Das werden wir hoffentlich gerade nicht brauchen. So, das hier ist die Höhle, die Sandor meinte. Na komm, Sandor. Speichern wir gleich mal hier. Ja. Nach Shintagua rufen. Als ihr den Namen aussprecht, beginnt die Luft zu beben. Etwas bewegt sich im Innern der Höhle. Okay, der ist Level 23. Und damit doch viel zu hoch für uns. Abbruch. Das lassen wir besser und laden lieber unseren Safe neu, dass der da nicht rumsteht.
Ich wusste, dass er ein hohes Level, ein höheres Level hat, aber nicht so hoch. Das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Dann brauchen wir ungefähr dasselbe Level, bevor wir uns mit ihm anlegen können. Also bei unserem nächsten Besuch in Grauenfurt. Gut, das heißt, wir reden mit Shan und dann geht's hoffentlich endlich wieder weiter. Der Hauptstory. Lianon. Das Gute ist, die Ladezeiten sind in dem Spiel nicht hoch. Ihr seid zurück? Könnt ihr mir einen Zierfahrtrank brauen? Könnt ihr mir einen Zierfahrtrank brauen? Den Zierfahrtrank? Wer schickt euch? Ist es dieser Einsiedler? Ja, ihr wisst von ihm? Und ob. Er ist ein Mörder. Ein vom Wahn getriebener Schlechter. Nur seiner Krankheit und Schwäche wegen ist er auf freiem Fuß und nicht im Kerker. Sein Leiden gewann ihm das Mitleid der Richter. Der Zirfertrank könnte ihm helfen. Doch wenn er erst wieder bei Kräften ist, wird er von neuem zu morden beginnen. Habt ihr kein Mitleid mit ihm? Einen schmerzlindernden Trank kann ich euch geben. Er wird seine Qualen mindern, wenn auch nicht heilen. Aber den Zirfertrank niemals. Ja, dann gebt mir diesen schmerzlindernden Trank. Dann gebt mir diesen schmerzlindernden Trank. Hier habt ihr ihn. Bringt ihn diesem Einsiedler. Okay. Ja, der Einsiedler ist ein wahnsinniger Mörder, der nur aufgrund seiner schweren Krankheit auf freiem Fuß ist. Der Zielvertrag würde ihn von der Krankheit befreien, aber auch weiter den Wahnsinn stürzen. Schad kann ihm nur Linderung anbieten. Jo. Dann Haus des Ordens mal wieder. Da müssen wir uns wieder auf den Weg nach da unten machen. Zufrieden damit wird er nicht sein. Mit dem schmerzlindernden Trank. Aber was Besseres können wir ihm nicht anbieten. Ich traue mich nicht von Shan den Ziervertrag zu verlangen. Ich habe es, glaube ich, schon mal ausprobiert. Ich weiß aber nicht mehr, was dabei rumgekommen ist. Ich glaube, dass er geheilt wurde und wahnsinnig geworden ist und wir ihn umbringen mussten. Der Trank? Habt ihr den Trank? Nehmt diesen schmerzlindernden Trank. Nehmt diesen schmerzlindernden Trank. Nein, nein! Geht weg damit! Das wird meine Qual nur hinauszögern. Ihr versteht nicht. Niemand versteht mich. Ich muss... Was müsst ihr? Was ist mit euch? Man sagt, ich sei ein Mörder. Vielleicht bin ich das. Doch ich bin es nicht aus freien Stücken.
Einst verfiel ich dem Bann einer Dryade. Ein grausamer Zauber, wunderschön und doch kalt und verzehrend wie der Frost. Sie schenkte mir Stunden. Ich kann es nicht beschreiben. Doch eines Nachts stahl sie mir eine Locke meines Haares. Seither bindet uns ein Pakt. Ihr Hass brennt in meiner Brust. Männer sind Rivalen. Frauen fordern ihre Schönheit heraus. Alle müssen sterben. Alle. Ich werde euch von eurem Bann befreien. Wo ist der Hain dieser Dryade? Im Wald von Eloni, nahe einem Teich. Dort traf ich sie das erste Mal. Aber seht euch vor. Sie weiß, was ich weiß. Sie wird euch erwarten. Gut, das machen wir aber dann später. Oder gucken wir uns wenigstens das an. Wir haben ja das Portal zum Dryadenteich. Ja, eine böswillige Dryade hat den Einsiedler einst in den Wahnsinn getrieben. Er traf sie in Eloni und fiel unter ihrem Bann. Solange sie eine Locke seines Haares besitzt, unterliegt er ihrem Zauber. Ja, an einem See in Eloni hat der Einsiedler die Dryade getroffen. Ich weiß gerade gar nicht, hatte ich in Eloni Zugriff auf ein Heldenmonument? Ja, ist irgendwie krass, wie das Menschenmonument eines der größten ist, neben dem Heldenmonument. Also das Heldenmonument ist eigentlich das größte. Ihr könnt euch nachher mal angucken, wie klein das Zwergenmonument vor allem Ding ist. Also ja, ich nehme mir jetzt die Zeit und gucke noch nach der Dryade. Ich meine, dafür habe ich ja gesagt, konzentriere ich mich nur auf Spellforce und gebe Doppelfolgen pro Tag raus. Eloni Dryadenteich. Böse Dryade ist Level 15. Mal sehen, ob wir sie tot kriegen. Das ist ein Hinterhalt. Die Linien müssen halten! Runenkrieger, zu mir! Okay. Standhalten, Männer! Das ist ein Hinterhalt! Könnte eigentlich meine Elfen... Truppen rufen, die ich noch da oben habe. Das ist ein Hinterhalt. Die Linien müssen halten. Okay. Jetzt sollte ich definitiv das Weite suchen. Die ist jetzt ganz schön lang hinter mir her.
Okay, sie ist nicht mehr hinter mir her. Bereit. Auf mein Kommando. Und los. Vorwärts.